Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute. Das ist ja der erste hier im Raum nach der ganz tollen Keynote von Lee Copeland. Ich freue mich, dass doch noch ganz viele Leute auch wiedergekommen sind, um den Vortrag zu hören. Jetzt geht es um ein Projekt, das ich gemacht habe, den Weg von Bottleneck zu Embedded Testing mit Zed. Und ich danke dabei Hermes und Scrum, an der Stelle einem Manager im Bundesumfeld, der gedacht hatte, so, wir machen zwar Hermes weiter, aber wir wollen auch Scrum machen. Und insofern gilt mein Dank ihm deswegen, weil das meine Leidenschaft im Testing eigentlich erst geweckt hat. Vorher ist es immer so ein bisschen langweilig gewesen mit wochenlang vorbereiten, wochenlang testen, dann wochenlang Bugs erfassen, wie auch immer. Das war mir dann mal zu langweilig, aber dieses Thema hat mich dann gereizt und insofern will ich Ihnen das Ergebnis daraus heute vorstellen. Eine kurze Einleitungsfolie, einfach nur, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Sie können sich nach Ende der Konferenz alle Präsentationen herunterladen aus dem Internet. Da kommt einfach dann der Hinweis, wie Sie dann bitte damit umgehen sollen und können Sie sich später durchlesen. Wie Sie gehört haben vielleicht, ich arbeite bei SwissQ als Trainerin, Senior Consultant, vor allen Bereichen Testing und Requirements, so ein Stückchen, vor allem Testing und agile Methoden. Mein Weg hat Dieter auch schon kurz präsentiert. Ich bin zwar aus Österreich, aber spreche meistens Hochdeutsch. Warum, das können Sie heute ausprobieren, ob Sie mir das abgewöhnen können, aber ich werde nicht sehr viele österreichische Worte wohl einbringen heute. Also dann zum eigentlichen Thema heute. Vom Bottleneck zum Embedded Testing mit Zed gibt eigentlich den Leitfaden, den Inhalt schon vor für heute. Ich werde kurz zwei Probleme darstellen, die Sie ja wahrscheinlich auch alle kennen, testen als Bottleneck und ja, arbeitet agil, aber dokumentiert trotzdem. Und dann werde ich den Lösungsansatz vorstellen, wo wir unterschiedliche Testmethodiken kombiniert haben und am Ende dann das Ergebnis daraus ein bisschen genauer eingehen, deswegen würde ich über die ersten Folien ein bisschen schneller drüber gehen. Also Problem, wären wir beim Bau, wüssten wir, was hier auf uns zukommt. Es sind immer mit Verzögerungen zu rechnen. Wir haben zu wenig Zeit beim Testen. Warum ist das so? Der ursprüngliche Projektplan hat eigentlich ganz gut ausgesehen, so von der Einteilung, von wann bis wann machen wir Initialisierung, Voranalyse, Konzept, Realisierungsphase und so weiter bis zu Test und zum Liefertermin. Aber in der Realität, wie man es so kennt, sieht es meistens anders aus. Oder war einer ganz schlau und hat noch einen Test eingefügt? Ich dachte, das kann man sich auch so denken, aber ist auch gut. Also die Orangen, klar, soll halt so ein bisschen das Bottleneck darstellen. Es ist nicht weniger zu testen, aber es ist trotzdem weniger Zeit. Und der Kunde ist eh schon unzufrieden, weil wir hinten weit raus mit dem Liefertermin auch schon verzögert sind. Aber genau das wollen wir ja nicht mehr haben. Das zweite Problem ist, wie schon gesagt, wir sollen agil sein, flexibel, beweglich, schnell, aber trotzdem den ganzen Haufen an Dokumentation noch liefern. Nur sagt einem keiner, wie man das machen soll. Bei Hermes war es eigentlich noch ganz klar, es gibt die verschiedenen Phasen, es gibt unterschiedliche Dokumente zu erstellen, wann wird vorbereitet, wann wird durchgeführt und wann gehen wir dann in Produktion. Aber wenn dann so einer kommt und sagt, nee, die Realisierungsphase machen wir jetzt mit Scrum, dann laufen alle los, machen irgendwas, jeder macht was anderes, aber keiner weiß irgendwie so recht, so, wie soll man jetzt eigentlich dort agil testen. Lee hat es auch schon angesprochen, als Tester sorgen wir natürlich nicht für Qualität, sondern wir schauen, dass Risiken minimiert werden und wir messen Qualität. Also insofern, die Anforderungen des Kunden sind ja trotzdem gleich geblieben. Er hat sich gewünscht, so, ihr müsst transparent arbeiten mit der Methodik, die ihr entwickelt.
Ihr müsst die Qualität messen, die vorhanden ist, Abweichungen finden und auf Risiken hinweisen. Aber zusätzlich noch eine ganze Latte von anderen Anforderungen. Unter anderem, klar, kein Flaschenhals mehr, deswegen sind wir ja hier. Ihr müsst euch auf die Testdurchführung konzentrieren. Ihr müsst aber auch Grenzen-Sonderfälle testen. Ihr müsst dynamischer testen, kreativer testen. Und eine Anforderung hatte ich nicht drauf geschrieben, das hatte ich noch vergessen, die war: und den Testen soll es auch noch Spaß machen. Okay, dann stellt man sich hin. Ja, nee, okay. Wir haben die Probleme, gut, wir haben die ganzen Anforderungen. Was macht man jetzt eigentlich damit? Irgendwie gibt es da doch ein bisschen Widerspruch, oder nicht? Hermes und Scrum ist ganz, ganz gegensätzlich. Hier mal die Struktur mit Ergebnissen dokumentieren. Und bei Scrum, nee, wir wollen ja nicht so gerne dokumentieren, sondern wir wollen eher lieber kommunizieren. Und wir wollen dynamisch sein, kreativ sein und explorativ testen. Okay, das gab erstmal ein paar Tage Denkarbeit, kann ich Ihnen sagen. Die Lösung war dann, unterschiedliche Testmethodiken zu kombinieren. Also es war jetzt nicht Aufgabe, etwas Neues zu erfinden, was einfach nur einschlägt wie eine Bombe, sondern man darf auch Altes nehmen, das sinnvoll kombinieren, damit die Anforderungen natürlich erfüllt sind, damit der Kunde zufrieden ist und weiß, wie er jetzt in seinem Scrum-Projekt testen kann mit Hermes-Hintergrund. Und es darf dann trotzdem einschlagen wie eine Bombe. Also habe ich mal kombiniert spezifikationsbasiertes Testen, exploratives Session-Based Testing und das Embedded Testing. Werfen wir alles mal in den Trichter rein. Und da ist es erstmal gelandet. Da lassen wir es drin. Wir schauen uns jede einzelne Methode kurz mal an. Also, spezifikationsbasiertes Testen kennen Sie wahrscheinlich alle, die irgendwie den Foundation-Level gemacht haben, zumindest als Tester. Man nimmt die Testbasis, alles, was man kriegen kann an Spezifikation, Detail, Spezifikation, Use Cases, Anforderungen, vielleicht auch noch Informationen von den Entwicklern, analysiert diese und schreibt dann seine Testfälle. Step by step. Schritt 1, tu das, erwartet das Ergebnis, das, nächstes. Und das, wie ich vorhin schon gesagt habe, macht man meistens wochenlang im ursprünglichen. Und dann geht es erst weiter. Also das ist mal eine Methodik. Klar, wir haben da, wo Spezifikation gibt, soll man sie natürlich auch verwenden und analysieren. Dann die zweite Methodik, die wir mit einbezogen haben, ist das explorative Testen. Es geht ein bisschen anders vor. Es ist eigentlich gleichzeitig Testausführung, Testdesign und das Testobjekt kennenlernen. Eine, wie sagt man so schön, die Explorers, die früheren Forscher, die hatten noch auf der Erde weiße Stellen auf der Landkarte. Diese haben sie mal erforscht. Insofern geht es uns beim explorativen Testen ähnlich. Wir werden dann etwas rangesetzt und müssen erstmal schauen, wo befinden wir uns eigentlich, welche Wege können wir gehen. Und die Wege sehen dann ein bisschen anders aus als beim spezifikationsbasierten Testen. Damit das Ganze nicht so ausufert, setzt man sich kleine Grenzen, natürlich gedanklich, funktional vielleicht, und damit man dann auch schneller vorankommt. Die dritte Testmethodik, die wir reingenommen haben, ist das Session-Based Testing. Eine Methodik, die entwickelt worden ist im Jahr 2000 von den Brüdern James und Jonathan Bach. Wer letztes Jahr hier war, hat vielleicht die Keynote gehört von James Bach, war auch sehr interessant und spannend. Und das ist eben eine Methodik, die er mitentwickelt hat. Im Prinzip geht es darum, das explorative Testen managebar zu machen. Also das, was so ein bisschen wenig greifbar ist aus dem Explorativen, auch in eine messbare Form zu machen, dass man auch Berichte erstellen kann und nicht einfach nur am Ende des Tages der Tester sagt, ja, ich war mal hier, mal da, aber was ich da so genau gemacht habe, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich habe so ein paar Bugs erfasst, aber das war es dann schon.
Also insofern, wie der Name schon sagt, es gibt Sessions, Test-Sessions, die timeboxed sind, zeitlich beschränkt und auch auf ein bestimmtes Ziel hin arbeiten. Das Ganze wird nachvollziehbar, das kommt dann darauf an, wie die Tester das dokumentieren wollen, also entweder durch Aufschreiben von Notizen handschriftlich oder im Computer oder eben, dass man die Sessions aufnimmt per Video oder einfach nur Screen Capture Tools reichen meistens auch aus. Direkt nach der Session werden dann die Resultate zusammengefasst. Manche sagen auch, es gibt hier so ein paar Phasen unter Anführungsstrichen, die man auch durchläuft, dass man sagt, okay, erst wird man vorbereitet, dass man überhaupt sich dann ungestört auf das Testen konzentrieren kann. Es werden keine Testfälle vorab geschrieben, sondern das passiert in der Test-Session. Danach werden sofort die Abweichungen dokumentiert und an die Entwicklung weitergegeben. Und nach so ein paar Sessions werden dann die Ergebnisse besprochen mit dem Testmanager. Die Abschlussbesprechung ist noch ganz interessant, kommen wir nachher darauf ein, weil wir das in die SET-Methodik übernommen haben. Da hat man eben gerade auch die Möglichkeit, den Testprozess zu verbessern und eben weitere Einheiten dann auch zu planen. So, kommen wir zur vierten Methodik, und zwar das Embedded Testing von SwissQ. Dieses Bild sagt eigentlich schon vieles darüber aus, worum es geht. Also es ist dieses rote Männchen ist dann das Teammitglied, das unabhängig in dem Team drin ist und als Testspezialist fungiert. Aber was macht er dann so im ganzen Sprint? Er testet nicht nur, sondern er ist ein vollwertiges Teammitglied und kann sich einbringen in allen Meetings, auch von Scrum jetzt an diesem Beispiel. Also zum Beispiel ganz, ganz beeindruckend war, wenn man mal gefehlt hat als Tester in einem Sprint-Planungsmeeting, dann wurden plötzlich die Tester-Tasks nicht mehr aufgenommen, nicht mehr geschätzt, weil jeder mit seinen Tasks einfach so beschäftigt ist. Also es macht durchaus Sinn, da den Tester mit reinzunehmen. Oder im Daily Stand-Up hat sich das bewährt, dass sich Entwicklung und Test direkt koordinieren können, täglich. Das Meeting dauert dadurch nicht wirklich viel länger, wenn da jetzt einer auch noch seine drei Fragen beantwortet. Oder im Review- und Demo-Meeting ist es sehr gut angekommen bei den Kunden, wenn so ein kurzer Testbericht auch vorgestellt worden ist von dem Tester oder wenn die Applikation sogar direkt vom Tester demonstriert worden ist, also vorgeführt worden ist. So war dann auch für den Kunden klar, hey, es gibt da auch noch andere Leute, die mit dieser Software umgehen können und nicht nur die Entwickler, die es selber getestet haben. Und in der Retrospektive ist auch sehr wertvoll, wenn man die Optimierungsmöglichkeiten aus Testersicht noch mit reinnimmt. Meistens sind das Quereinsteiger aus unterschiedlichen Branchen und die haben nochmal ein ganz anderes Auge auf das Team oder wie man sich eben verbessern kann. Also soviel zu Embedded Testing. Wer ist das? Was macht er? Noch eine Frage gibt es zu beantworten. Wann macht er das? Das ist hier so ein bisschen versteckt, also in jedem Sprint 1, 2, 3 bis N werden Tests durchgeführt, nebenbei designed und das AT steht für Acceptance Test. Also man kann auch in jedem Sprint schon so eine Mini-Abnahme mit reinnehmen. Klar, am Ende raus darf man nicht vergessen, Integrationstests zu machen, End-to-End-Tests, die letztendlichen User Acceptance Tests, aber man kann schon Teile vorziehen. Soviel zu den vier Methodiken. Das ist ja alles viel Theorie und wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wie könnte man das kombinieren, wie kann das jetzt aussehen in der Praxis, reicht das irgendwie noch nicht so ganz? Man muss dann schon ein paar Pilotprojekte machen. Praktischerweise war ich gerade in den Bundesämtern unterwegs, hatte drei Projekte und konnte die auch als Pilotprojekte dafür verwenden. Was dabei rausgekommen ist, habe ich dann letztendlich SET genannt, strukturiert exploratives Testen, weil es ist immer einfacher, wenn man einen Namen hat, wenn man über irgendetwas spricht.
Mittlerweile, wie Sie aus dem Abstract auch wissen, ist die Methodik eben von Hermes empfohlen als agiles Testvorgehen für Informatikprojekte. Und wir sind ja jetzt auch gerade bei dem Hintergrund Hermes und Scrum. Also ist es für solche Projekte geeignet, natürlich auch andere phasenorientierte Modelle und iterative Modelle. Und wir haben die Dokumente sehr verschlankt. Sie entsprechen aber trotzdem noch den Anforderungen von Hermes und ISTQB. So, das ist jetzt die wichtigste Folie überhaupt. Also Sie können eigentlich alles andere vergessen. Das war nur so Blabla, bis wir da hinkommen. Da kommen noch so ein paar links und rechts und unten Infos dazu. Aber das Wichtigste an Set ist die Struktur. Klar, exploratives Testen, aber wir brauchen eine Struktur. Wie gehen wir jetzt tatsächlich vor? Wann machen wir was? Es gibt drei Teile. Es gibt die Test-Sessions, Sie erkennen das, das kommt aus dem Session-Based-Testing. Es gibt einmal pro Woche was zu tun, noch zusätzlich, und einmal pro Sprint was zu tun. Jede Test-Session wird vorbereitet, durchgeführt und nachbearbeitet im Sinne von, es werden nur die Abweichungen dokumentiert. Dann geht es wieder von vorne los, dass man die nächste Test-Session vorbereitet, durchführt, Abweichungen dokumentiert. Einmal pro Woche hat sich bewährt, dann das Test-Review zu machen, eben mit dem Test-Manager. Wie man das macht, sehen wir gleich noch. Und einmal pro Sprint ist dann noch ein bisschen mehr zu dokumentieren, aber man kann das ja auf den ganzen Sprint verteilen. Das Testkonzept ist so angedacht, dass es initial mal erstellt wird, bestenfalls im ersten Sprint schon mal den Großteil erledigt hat. Aber in den nächsten Sprints wird das laufend erweitert, abgeändert. Es werden weitere Vorgehensweisen klar oder es wird dann auch klar, was noch zu tun ist, was vielleicht am Anfang noch gefehlt hat. Oder es sind noch Informationen aufgekommen, die man doch noch aufnehmen muss. Es kam ein neues Entwicklerteam, was auch immer. Das ist ein lebendiges Dokument. Nichts, was man am Anfang mal erstellt und dann schaut keiner mehr rein, sobald es abgenommen ist, sondern das ist ein lebendiges Dokument, das während der gesamten Projektdauer mitverwendet wird. Deswegen steht das hier. Dann wird weiter dokumentiert, und zwar die Testfälle, die Abweichungen, die Anforderungen und die Testergebnisse, weil diese braucht man ja dann auch, um einen Testbericht zu erstellen. Und zum Schluss werden auch Regressionstestfälle erstellt, die dann super als Grundlage genommen werden für Automatisierung. Damit das Ganze einfacher ist und nicht jeder von der grünen Wiese anfangen muss, sich das zu überlegen, ja, was mache ich da jetzt alles, was schreibe ich überall rein, gibt es Vorlagen. Für die Test-Session gibt es zwei, einmal eine Checkliste und einmal ein Session-Sheet. Für das Test-Review gibt es eine Protokollvorlage, einfach wo ein bisschen drinsteht, wie man das Review dann gestalten kann. Und für den Sprint gibt es ein Testkonzept und Testberichtvorlagen. Auf die beiden werde ich jetzt nicht genauer eingehen. Ich mache für Sie jetzt noch den Link unten dran, damit Sie alles drauf haben. Jetzt ist alles drauf. Okay. Auf die beiden Testkonzept, Testbericht werde ich jetzt nicht genauer eingehen, aber Sie können sich alle Vorlagen runterladen auf der Hermes-Seite. Dürfen auch verwendet werden. Die Methodik ist frei. Und wer sich die Dokumente in ausgedruckter Form heute anschauen will, ich habe sie alle ausgedruckt, aber nur einmal hier, also sprechen Sie mich einfach an, dann können Sie auch schon mal durchblättern. Beim Testkonzept hatte ich vorhin schon gesagt, was so das Wichtige ist. Beim Testbericht ist noch ganz interessant, eigentlich muss sich der Kunde nur zwei Seiten anschauen, die da drin sind. Alles andere ist Anhang und Details. Auf diesen zwei Seiten sind dann die Grafiken drin, welche Testfälle wurden durchgeführt, wie viele sind passt, wie viele sind failed, was ist mit den Abweichungen, wie schwer sind die, wie viele haben wir gefunden und wie ist die Anforderungsabdeckung. Auf der zweiten Seite steht dann noch so ein bisschen Risikoeinschätzung und Freigabeempfehlung aus Sicht von Test. Aber das war dann schon der Testbericht. Also man kann den sehr gut jeden Sprint auch machen. Zu den anderen Unterlagen schauen wir kurz rein. Die Checkliste für die Test-Session ist ganz hilfreich, gerade wenn man beginnt, damit Set zu verwenden. Es steht einmal drin, was soll man bei der Vorbereitung alles beachten
und was dann bei Durchführung und Dokumentation. Am Anfang verwendet man diese Checkliste noch ein bisschen öfter, dann hakt man wirklich jeden Punkt ab, habe ich das nicht. Vielleicht hat man auch noch individuell irgendwas zu berücksichtigen, was hier jetzt nicht Grundlage war, waren zum Beispiel Embedded Systems. Also da gibt es dann noch ein paar Punkte mehr wahrscheinlich, aber man kann die ja ergänzen. Ein wichtiger Teil von der Vorbereitung ist, dass man das Test Session Sheet auch plant, also dass man sich überlegt, was ist jetzt eigentlich das Ziel von der ganzen Session, also von den 60 Minuten, anderthalb Stunden oder zwei Stunden, die man sich vorgenommen hat und wo teste ich, was gibt es schon für Testideen und so weiter. Also alles, was man vor der Testdurchführung sich schon mal überlegen kann, kann man da auch notieren. Und bei der Testdurchführung selber braucht man dann eigentlich nur noch den unteren Teil ausfüllen. Das wäre für diejenigen Leute, die dann eben stichwortartig Notizen machen wollen, wenn sie alles auf Video aufnehmen wollen. Klar, dann haben sie es im Video, dann schreiben sie nebenbei nur auf, zu der Zeit kam der Fehler und dann muss man nachher nur noch nachschauen im Video, wann war das. Aber eben diejenigen, die Notizen machen wollen, können hier alle Wege, die sie gegangen sind, stichwortartig aufschreiben, Fehler und Probleme, die begegnet sind. Wichtig dabei ist einfach nur, dass man selber nachher das noch nachvollziehen kann, dass man auch Fehler reproduzierbar dokumentieren kann als Abweichung, weil sonst gehen einfach viele Informationen verloren. Und wie man halt weiß, ein Entwickler, der einen Bug nicht reproduzieren kann, sagt dann tschüss zurück, das zählt nicht. Wenn man dann so ein paar Test-Sessions gemacht hat, trifft man sich mit Test-Manager zum Review. Da wird aus dem Session-Based-Testing empfohlen, dass man das nach den Proof-Kriterien macht, also was ist passiert, was sind die Ergebnisse, welche Hindernisse gab es, was ist noch zu tun. Und Feelings ist so ein bisschen pathetisch, aber eigentlich geht es um den subjektiven Eindruck des Testers. Das ist ja etwas, was oft gar nicht abgefragt wird. Also für mich sind die Tester immer die Ersten, die tatsächlich Software anwenden, die ersten Anwender. Und deren subjektiver Eindruck ist dann schon nochmal wesentlich, vor allem wenn man Endbenutzer hat, die vielleicht ein bisschen schwerer erreichbar sind, kann man die auch mit einbeziehen. Damit das Ganze so ein bisschen konkreter wird, habe ich dann im Test-Review-Protokoll anhand dieser Fragen erstellt mit Beispielfragen dazwischen, sodass man das einfach rausgeben kann, sagt, okay, ihr macht jetzt das Review und schreibt doch bitte auf, bei welcher Test-Session, gebt ihm eine Nummer, welches Ziel war da und was ist da eigentlich bei jedem so rausgekommen. Sinn und Zweck der ganzen Übung ist halt einfach nur, dass das Test-Review strukturiert abläuft. Klar, wir sind beim strukturiert-explorativen Testen, dass sich das Ganze nicht verläuft, sondern dass man das mit der Zeit natürlich auch immer schneller auch bewerkstelligen kann. Und der Testmanager kriegt einen extrem guten Überblick darüber, wie es gerade steht und wie es läuft in dem Projekt. Unsere Erfahrungen mit Sept. Sie können das jetzt ja noch nicht bestätigen, ich behaupte das einfach mal so, aber wenn Sie es selber ausprobieren, wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen machen, aber sehr beeindruckend war, dass wir 10-mal mehr Abweichungen gefunden haben als vorher. Wir haben die Dokumentationsdauer um die Hälfte verkürzt. Da muss man dazu sagen, vielleicht, wir haben die Testfälle nicht ganz klassisch dokumentiert, sage ich mal, oder nicht alle klassisch dokumentiert, sondern wir haben gesagt, okay, wir schauen uns an, wie ist das Testergebnis? War es erfolgreich? Dann haben wir nur die Session-Notizen übernommen, zum Beispiel in HPQC. Das soll jetzt keine Werbung sein, das war in dem Projekt einfach so. Und die Testfälle, die wir wirklich eins zu eins mit Schritt und erwartetem Ergebnis und alles dokumentiert haben, waren eigentlich nur die, wo es um Fehler ging, also um einen Fehler zu reproduzieren und nachzutesten und die Regressionstestfälle. Und alleine das hat extrem viel Müll, den man sich nachher eh nie mehr anschaut, schon mal nicht mal produzieren lassen. Wir haben auch nicht recycelt, wir haben ihn einfach nicht geschaffen, wir haben nicht eingekauft.
Also das sind super tolle Erfahrungen gewesen. Die Leute sind mit Begeisterung dabei. Also ich habe das noch nie erlebt, nach der ersten Präsentation intern von dem Bereich, von der Methodik, haben sie gesagt, ja, endlich sagt uns mal einer, wie wir das hier testen können, wie wir in unserem Scrum-Projekt reingehen können und vorgehen können. Wir haben jetzt einfach nur irgendwie gemacht. Wann kriegen wir jetzt endlich die Unterlagen? Ist das schon alles runterzuladen? Das war ganz toll. Und mittlerweile wird das immer weiter ausgerollt im Bundesumfeld. Die Kunden haben sich gefreut über die Testberichte jeden Sprint und dass sie so kurz waren, nicht seitenlange Dokumente lesen. Ja, und wir sind natürlich auch schnell geworden. Also innerhalb von einer Stunde da den Entwicklern schon Rückmeldung zu geben, war auf der einen Seite positiv. Sie haben sich gefreut, dass sie sofort gewusst haben, hey, wir haben deployed, jetzt setzen wir den kurz ran und dann machen wir Kaffeepause so ungefähr. Und dann, wenn wir zurückkommen, hat er schon erste Ergebnisse für uns. Haben sie sich erst gefreut, aber dann beim Optimierungspotenzial haben sie gemerkt, aber wir müssen jetzt schneller deployen. Wir können jetzt nicht mehr so wochenlang entwickeln und alles ausbauen und schön machen und mal hier was machen bei der Funktionalität und mal bei der und mal bei der, sondern nein, sie mussten sich konzentrieren auf einzelne Funktionalitäten, damit sie die auch spätestens alle 2 Tage deployen konnten, man das Teste gleich wieder hinten ran das überprüfen kann. Dann kam das nächste Problem für den Entwickler. Sie haben gemerkt, hey, da kommen so viele Bugs, wir müssen die auch noch fixen, bevor der Sprint zu Ende ist. Eine User Story ist ja eigentlich erst dann fertig, wenn sie nicht nur entwickelt ist, sondern auch getestet und alles gut befunden ist und potenziell ja eigentlich ausgeliefert werden könnte. Also haben sie da so ein bisschen Stress gekriegt. Also sie mussten sich auch so ein bisschen anpassen. Klar, der Kunde ist auch sehr gefordert, wie als Product Owner eigentlich generell. Sollte ja sehr gut erreichbar sein, damit er schnell Entscheidungen treffen kann. Und das merkt man immer wieder bei Projekten, dass das einfach noch nicht der Fall ist. Bei agilen Projekten, das nächste Problem war, eine Testfallexplosion zu haben durch die Regressionstests. Also jeden Sprint soll man natürlich auch überprüfen, dass alles, was im Sprint vorher war, den Sprints vorher war, immer noch funktioniert. Und da gibt es eben 2 Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Die erste und billigere, günstigere ist zu priorisieren, sehr gut zu priorisieren, damit einfach die Zeit nicht zunimmt, aber das, was getestet wird in der Zeit, einfach das Wichtigste ist, was man überprüfen soll. Und das zweite ist dann aber auch schon die Automatisierung. Da sind wir aber sehr gut darauf vorbereitet, weil wir haben die Regressionstestfälle, die sehr schön die Abläufe zeigen, und eigentlich direkt an Automatisierer weitergegeben werden zur Automatisierung. Was kann ich Ihnen an Tipps und Tricks mitgeben? Dokumentationsumfang der Testfälle je nach Testergebnis hatte ich Ihnen schon geschildert. Möglichst kleine Pakete entwickeln, das haben wir auch schon besprochen. Dann der zweite Punkt vielleicht, ich habe ja gesagt, es reicht aus, wenn man einmal pro Sprint die Testfälle dokumentiert. Es gibt aber auch Fälle, die so extrem komplex und kompliziert werden, dass man nach 3 Tagen schon vergessen hat, wie das eigentlich ging. Und in dem Fall sollten wir es dann natürlich früher machen. Aber es reicht dann, wenn man den einen dokumentiert und dann, wenn man mal so ein bisschen Luft hat, vor einem Deployment zum Beispiel, dann die Testfälle zu dokumentieren. Bei den Test-Reviews hat es sich bewährt, dass man das wirklich wöchentlich macht und nicht nur wöchentlich, sondern auch zu einem fixen Zeitpunkt. Das ist dann leichter planbar für den Testmanager, weil wenn der so ein paar Tester unter sich hat, dann soll er nicht die ganze Woche damit verbringen, mal hier, mal da, mal dort ein Meeting zu haben fürs Test-Review, sondern vielleicht am Dienstagnachmittag oder so hat er eins nach dem anderen und dann ist wieder gut gewesen. Bugfix ist im selben Sprint kosten am wenigsten. Das geht so ein bisschen in die Richtung auch, weil man sowieso mit der User Story fertig werden soll.
Macht es dann aber auch Sinn zu sagen, okay, die Entwickler haben den Code gerade programmiert und vielleicht erinnern sie sich jetzt besser an den Code und können ihn schneller ändern, als jetzt, wenn sie das 3 Monate später machen. Also ich halte nicht viel von Bugfix-Sprints. Es ist einfach nur, ein paar Monate später müssen sie den kompletten Code eigentlich ins Detail kennen und es dauert dann extrem lange, bis sie sich da wieder eingefunden haben. Also vielleicht gleich mal so ein bisschen pushen und sagen, Leute, macht das doch jetzt gleich. Dann können wir auch als Team, ich meine, der Embedded-Tester ist vollwertiges Teammitglied und das Team ist verantwortlich dafür, alle gemeinsam, was abgeliefert wird am Ende des Sprints. Also kann man als Embedded-Tester dann auch sagen, hey, mach doch mal, wir wollen das doch fertig machen. Im nächsten Sprint geht es wieder neue Sachen. Und bei den Regressionstests, vielleicht noch als letzten Tipp, spiegeln die Akzeptanzkriterien wider. Wenn sie nämlich das machen, dann kann man sie in der Demo ganz gut als Anleitung nehmen. Also einfach in der Demo die Regressionstestfälle durchspielen anhand der Akzeptanzkriterien, die sowieso vom Kunden kommen sollen, wo er sagt, wenn das funktioniert, das, ist das alles abgenommen. Dann hat man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn die Demo muss man nicht gesondert vorbereiten und die Regressionstestfälle hat man auch sofort parat. Zusammenfassend, ja, es ist möglich, ich kann das bestätigen, man kann agil testen in phasenorientierten Projekten. Und das ist hier eigentlich Common Sense, sage ich mal. Aber ich merke einfach immer wieder, dass die Leute vergessen, in Projekten erstmal rauszufinden, was überhaupt gebraucht wird. Dann sich zu überlegen, wie komme ich zu diesem Ziel? Das mit einem Pilotprojekt auszuprobieren und seine Überlegungen einfach in die Tat umzusetzen. Was funktioniert und das abändern. Nichts anderes habe ich hier auch gemacht. Also Sie können sich natürlich jetzt hinsetzen und sagen, okay, ich finde jetzt meine eigene Methodik. Aber Sie können auch das, was schon da ist, verwenden. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen, auf geht's, set it up, viel Spaß dabei. Wenn wir noch Zeit haben, haben wir jetzt eine kurze Fragerunde. Ansonsten bin ich den ganzen Tag noch an der Konferenz. Also insofern, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es dürfen gerne Fragen gestellt werden. Dürfen gerne noch Fragen gestellt werden. Ich würde aber gerne das Mikrofon vorbeibringen, damit wir das auf den Aufnahmen dann mit drauf haben. Sind Fragen? Wer macht den Anfang? Da ganz hinten. Sporteinheit für dich, Dieter. Haben Sie auch schon mal die Methodik mit Quality Center kombiniert? Und falls ja, wie machen Sie es denn? Ja, also wir haben das tatsächlich mit HP Quality Center gemacht und dort einfach das verwendet, was vorhanden ist. Also ist jetzt Ihre Frage zum Beispiel in Bezug auf, wie dokumentiere ich jetzt meine Test-Sessions dort drin? Also Sie kann nichts mehr sagen, ne? Ha? Die Umsetzung. Die Umsetzung. Wir haben, wo ich das Projekt gemacht habe, hatte die Synchronisation mit TFS noch nicht funktioniert. Deswegen haben wir die User Stories als Requirements manuell aufgenommen. Diese dann mit unseren Testfällen verlinkt. Also es wurde ja zu jedem Requirement eigentlich ein Testfall geschrieben, nur der war halt nicht immer ganz ausführlich. Also eben wie ich gesagt, wenn das sofort erfüllt war, der Testfall passt war, dann haben wir einfach gleich in das erste Kästchen die Testnotizen reinkopiert, dem ganzen sinnvollen Namen gegeben und im Lab dann das Ergebnis dazu geschrieben, passt an dem Tag, wie auch immer. Dann die einzelnen Testfälle für die Fehlernachtests waren natürlich ein bisschen ausführlicher. Das entsprechende Requirement war so lange fehlgeschlagen, bis dieser Test dann auch erfolgreich war. Und die Regressionstests haben dann einen eigenen Folder, sage ich mal, bekommen, wo man sie einfach auch schön gemeinsam auch abrufen konnte, hinterlegt mit Requirements und Ergebnissen, wie sie bisher waren und Versionen und alles drum und dran.
Ist das okay? Merci. Nächste Frage. Keine Fragen mehr. Hier vorne noch. Okay. Wie haben Sie denn die Testtiefe bestimmt? Oder haben Sie die Testtiefe irgendwie bestimmt und ausgeführt? Also die Testtiefe war ja sowieso schon vorgegeben dadurch, dass wir nach Scrum gearbeitet haben. Im Sprint Planning wird ja gemeinsam besprochen, welche User Stories werden in dem Sprint umgesetzt, auch mit welcher Priorität. Und insofern wurde dann auch getestet. Nicht so? Ja. Okay. Noch eine Frage? Da ist noch jemand. Wallmüller, welche Erfahrungen haben Sie bei der Akzeptanz in Scrum-Teams mit Ihrer strukturierten Testmethode? Das ist sehr schön, dass Sie das fragen, weil ich fand das Bild von bei Lee Copeland mit der Testmanagerin fand ich ganz interessant. Mir persönlich fällt das nicht schwer. Ich meine, als Frau in einer Männerdomäne geht man hin, klimpert mit den Wimpern und sagt, könntest du mir das da mal bitte nochmal erklären? Bei den Männern ist es schon so ein bisschen schwieriger. Aber sie haben auch ihre eigene Methode. Ich glaube, da können Sie dann den Adrian Stoll zum Beispiel ansprechen, der heute fleißig twittert. Aber man lebt sich ein in das Team. Vor allem, wenn man von Anfang an dabei ist, ist es einfacher, als wenn man später mit reinkommt, sodass man gemeinsam mit dem Team das Ganze aufbaut. Ein Team hat ja auch seine Phasen, dass es durchläuft, bis es zu einem Team wird und tatsächlich gut miteinander funktioniert. Das dauert 2-3 Sprints, aber es wird sehr gut akzeptiert, weil auch von den Entwicklern gemerkt wird, wie viel Input kommen kann vom Testing und dass das nicht der natürliche Feind ist. Also ich glaube, eins der ersten Dinge, die ich gehört habe im Rahmen von Testing ist, hey, das ist der Entwickler, das ist dein natürlicher Feind. Ich habe gesagt, nee, wieso? Wir arbeiten doch alle und unser gemeinsames Ziel ist ja gute Qualität für den Kunden dann auch zu liefern, ihm das zu liefern, was er eigentlich haben will. Daran arbeiten wir gemeinsam. Okay, hier ist noch eine Frage. Da ist noch eine Frage. Okay. Was mich interessiert, wie ist Ihr geschätztes Verhältnis Entwickler zu Tester? Also, kann man da etwas sagen, wie die Größe eines solchen Teams etwa ist? Wenn ich jetzt 10 okay. Entwickler habe, wie viele Tester sind da sinnvoll? Also meistens ist im Scrum-Team nur ein Tester drin. Es kommt natürlich aber auch auf das Projekt drauf an, was entwickelt wird. Ist es eine Neuentwicklung von Software? Ist es eine Systemadaption? Da muss man halt auch immer schauen, wie hoch ist der Testaufwand und entsprechend dann die Leute auch in das Team reinnehmen. Aber meistens ist es einer auf 6-7 Entwickler. Macht die Retrospektiven sehr interessant, weil man meistens mit seiner Meinung komplett anders dasteht als alle anderen. Aber es bringt einen vorwärts. So. Merci. Noch eine Frage, die letzte, wo? Ah, da drüben. Da. Vielen Dank. Wie planen Sie Testing und Bugfixing ein innerhalb eines Sprints? Also wenn Sie einen Monat Sprint machen, sagen Sie, nach 3 Wochen fangen wir an zu testen und fixen in der letzten Woche, oder ist das... Nein. Es wird sofort getestet, sobald eine Funktionalität testbar ist. Also ich hatte vorhin auch schon gesagt, ich bin immer dann dabei, die Entwickler dazu zu erziehen, möglichst schnell zu deployen. Also nach 1-2 Tagen, damit man kleine Pakete auch schon mal testen kann, am Ende ein bisschen mehr um die Abläufe oder um die Funktionalitäten miteinander zu testen, integrativ. Aber es ist schon das Ziel, dass man von Anfang an direkt durch... Es ist ja auch bei Scrum, man hat eine User Story für eine Funktionalität und die ist dann mal entwickelt nach nicht allzu langer Zeit und dann kann man es auch gleich überprüfen.